Abendessen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wär's so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Eieiei. Da geht wohl was. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Da geht wohl was zwischen Jody und Ryan, wie es aussieht. Was lustigerweise in der Folge vorher nicht wirklich danach aussah. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Weil sie sich ja erst gerade kennengelernt haben und eigentlich... ziemlichen Hass gegenseitig hatten. Aber es scheint nur ein paar Jahre später zu sein. Und deshalb ganz... Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. In Ordnung, denke ich. Okay, da. Ordnung machen in diesem Apartment. Das wird doch nichts. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Oh Mann. Kennt man. Genau, den Abfall in die Küche. Mal schauen, ob das Ding dann auch gut wird.
er sie wahrscheinlich gar nicht zu Hause hat. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Noch unter die Dusche zu springen? Doch, doch. Sollte reichen. Essen gibt's dann wohl erst später. Oder gar nicht. Werden wir sehen. Schon viel besser. Und jetzt? Wie wär's mit einem schicken Kleid? Was ziehe ich an? Cool, sexy, elegant. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Doch, doch. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Finde ich ehrlich gesagt ist gar nicht so sexy, aber okay. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Liegt wohl im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Ja, nee. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden ist schon eine miese Sau. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Ich bin diejenige, die die Entscheidung trifft. Du wirst Spielchen spielen? Das kann ich auch. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Nehmen wir Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das
Muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Doch. Asia-Pfanne, Hühnchen, Curry, Pizza. Wir nehmen die Asia-Pfanne. Jetzt entscheid... Ja. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Ach was. Es wird schon gut. Kühlschrank. Danke, Aiden. Aiden. Ja, zum Glück hast du kein Make-up angemacht, aufgetragen. Kommt wieder das. Mit der guten Steuerung. So weit, so gut. Nun zum Wok. Muss ich hier alles alleine machen? Eigentlich wollte ich einen Stuhl nehmen, aber... Ich muss noch fertig kochen. Ich sollte mich beeilen, sonst gibt's kein Essen. Ach. Wird schon gut. Auf eine Asia-Pfanne hätte ich jetzt auch Lust. Wäre bestimmt lecker. Pfeffersalz, Ingwer. Ingwer? Ja, doch, doch. Gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Ach, schmeiß rein. Warum nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Bisschen Salz und Pfeffer. Ja, doch, doch. Schließlich bist du ja verliebt, also. Und noch etwas Pfeffer. Sieht doch ganz gut aus. Okay, und den Sarg hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß.
Ryan, du wirst es lieben. Na, hoffentlich. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Ach Mann, Aiden. Aiden möchte wohl Jodie für sich alleine haben, wie es scheint. Aber was ist jetzt mit dem Tischdecken? Müssen wir das nicht machen oder wie sieht's aus? Ja, ich kenne mich hier nicht aus. In diesem Apartment. Na klar, Kerzen dürfen auch nicht fehlen. Schließlich soll es etwas romantisch sein. Solange Aiden die Kerzen in Ruhe lässt. Oh, aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Wow, das ist sehr romantisch. Irgendwie süß, wie sich darüber freut. Musik können wir wohl nicht anmachen. Schade. Jetzt wird's interessant. Ganz ruhig. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Cooles Apartment. Hä? Huh? Ja, finde ich eigentlich ja, auch. Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Da würde ich auch noch gerne leben wollen. Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Einen leckeren Wein. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment? Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Für mich alleine. Das ist komisch, aber ich kann nicht.
Ich kann doch jetzt nicht ihr Date versauen. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus. Etwas außerhalb. Die Musik hört sich gut an. Und stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen, mit 16. 16? Okay, sorry, es interessiert mich zwar, was man hier alles machen kann. Das ist nichts. Das ist... Eigen macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. You don't need him, you have me. Der Aiden ist schon mies. Ich merke, dass das nichts für mich ist. Und als ein... Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil... diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Lecker. Eine Asia-Pfanne. Ah, Asia-Pfanne, ja? Ja. Ich war in China für ein Jahr. Ich liebe das Zeug. Oh, tja. Dann erwarte nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche und... über das erste Mal will ich lieber nicht sprechen. Das ist gut. Gut. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Eigentlich möchte ich nichts. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also. Nächste. Okay, jetzt lasse ich sie in Ruhe. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... er ist nur ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also, nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es, es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab Aiden, also. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben.
Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Nicht. Oh, stopp. Jody, was ist los? Tut mir leid. Tut mir leid, es ist nicht deine Schuld. Es gibt Dinge, die mich verfolgen. Ist okay. Tut mir leid. Ist okay. Tut mir leid. Ich werde lieber gehen. Oh nee. Wie schade. Sie und so viele Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Hühnchen oder Asiapfannen gekocht? 76%. Hübsch angezogen, 73%. Jody und Ryan in Ruhe gelassen, ja, so halb, 70%. Wohnung aufgeräumt, 79%. Von Aiden in den Flur gesperrt, 60%. Und nicht mit Ryan geschlafen, 72%. Aber ich konnte jetzt gar nichts mehr machen. Oder hätte ich irgendwas hier vorhin nicht machen dürfen, dass es so weit gekommen wäre? Nun gut. Kann ich nicht wissen. Weiß ich auch nicht. Von daher würde ich sagen, das war's für diese Folge von Beyond Two Souls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope. Cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun.